Wie ist es? Deine Eltern haben dir von dem Weikircher erzählt. Und das ging 30 Jahre lang, dass du dir dachtest, es ist aber mal gut, jetzt gucke ich mir mal Best of, da gucke ich mir mal an, worüber meine Eltern damals gelacht haben. Die Herren, sie hatten können ja kein O aussprechen, ohne es mit einem E einzuleiten. Dann schwillt das E zum O und läuft in einem U aus. Wenn du in Hamburg beim Zahnarzt sitzt und du hast Parodontose, dann guckt der rein und sagt, oh, das ist ja mal ein krasser Fall von Parodontose. Da fallen dir schon von ganz allein die Zähne raus. Die Juwelchen, die ich im heutigen Programm aneinandergereiht und in eine Fassung gebracht habe, sind die Geschichte vom Ei. Ja, bring's mal ein Ohr. Na, keine zwei Eier, ein Ohr, das langt schon. Ich hätte mal gerne zum Frühstücken Ei. So ein Ei. Ne? Die Geschichte vom Niesen, die Typologie des Niesens, wo ich feststelle, wie liebt ein Mann, wenn er wie niest. Und das sieht für die Kurznieser nicht gut aus. Hier. Also ich kann Ihnen sagen, wie ein Mann niest, so liebt er auch. Und fertig, mehr kommt da nicht. Warten Sie nicht auf mehr, da gönnt nicht mehr. Ne? Wenn man keinen Sinn fürs Absurde hat, darf man nicht im Rheinland leben. So ist das ganz einfach. Wir kommen natürlich ins Gespräch über Sprache und sowas. Und dann sagt, es ist wirklich wahr, neben mir einer der ehemaligen Mitschüler vom Thomas, sagt er, ich lebe seit 20 Jahren in Hamburg. Kein Mensch ahnt auch nur, woher ich komme.